Patrick, sie hat recht. Ich muss es ihr endlich erzählen. Du machst einen gewaltigen Fehler. Man kann ihr nicht trauen. Aber es ist deine Entscheidung. Nur, ich habe dich gewarnt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eroberung. Ja, wir sind hier immer noch mit, Rowan müsste sie heißen. Ja, Rowan, die Zähmerin. Und wir sollen hier jemanden suchen. Wir können die Stadt nicht verlassen. Ich hoffe doch, dass er mein Vertrauen nicht missbraucht und diesem hier zur Flucht verholfen hat. Ja. Und inzwischen habe ich auch eine Vermutung, wer der Mantelman ist. Stichwort zweiter Teil, Feuer um Mitternacht. Ich meine, dadurch, dass wir ja die olle Blauhaarige gesehen haben, diese eine Göttin oder wie sie sich nennt, ihr wisst schon, wen ich meine. Die hat ja da im zweiten Teil jemanden ständig aufgesucht. Also insofern könnte das passen. Guten Tag. So eine zarte Person wie sie will sich doch nicht die Hände schmutzig machen. Woher willst du das wissen? Naja. Okay. Der hat wohl keine Ahnung, wen er vor sich gehabt hat. Aber na gut. Es treibt mich ins Inn. Ich möchte mich jetzt nicht ausruhen. Dann halt nicht. Haben Sie Infos? Sie wollen uns wieder verlassen? Nein, noch nicht. Ja, okay. Dann halt nicht. So, was haben wir hier? Die Menschen hier in diesem Dorf sind fleißige Leute. Umso schlimmer die Lage, umso mehr arbeiten sie. Arbeiten, arbeiten. Okay, haben wir hier was? Oh! Herr Mäusli. Zu dem man nicht hinkommt. Schade. Nicht Gefühle, Medikamente zur Auswahl. Okay, tschüss. Tschüss. Kaufen. Oh! Okay. Ein paar hat aber doch. Oh, Eier, ein Viererpack. Seit wann gibt's denn sowas? Und Notizblätter haben wir noch 35. Deswegen habe ich auch tatsächlich immer noch nicht hier meine Editierung gemacht, dass ich eventuell immer speichern kann. Was bislang nicht ansatzweise so wirkt, dass ich das brauchen könnte. Aber ja, gut, hey. Ich stehe auf dem Tresen. Okay. Lassen wir das. Hundi. Fremde Häuser will sie nicht gehen. Okay. Das engt natürlich den Kreis schon mal ein. Hundi. Okay. Vielleicht hier. Und sie kann es nicht lesen. Ach, das war doch das Haus mit dem kaputten Dach. Ich erinnere mich. Möchten Sie was, Lady? Siehst, ihm ist es egal. Was? Schutzbekleidung, die vor gierigen Blicken schützt. Ah, ja. Schutzriemen. Okay. Aurora-Schleife. Da weiß man ja gar nicht, was man nehmen soll. Und wieso gibt es hier zweimal Schutzriemen? Wir nehmen einen Schutzriemen und eine Aurora-Schleife. Was? Ich kann nicht die... Achso, Moment. Kopfschutz. Genau da habe ich es auch vermutet. Und der Schutzriemen... Ach, der ist hier Zusatz. Okay. Machen wir einfach mal. So. Und hier nach links kann ich nicht. Schade. Aber wenn er hier nicht ist, wo ist er dann? Mauern. Ah, hier, gucke mal. Hier habt ihr euch also verkrochen. Rowan. Keine Geheimniskrämerei mehr. Ich will wissen, wer du bist und was hier gespielt wird. Auf der Stelle.
Patrick, sie hat recht. Ich muss es ihr endlich erzählen. Du machst einen gewaltigen Fehler. Man kann ihr nicht trauen. Aber es ist deine Entscheidung. Nur, ich habe dich gewarnt. Also gut, ich werde es dir gestehen. Du musst mir aber zuvor versprechen, dass du nichts von dem, was hier vorfällt, weitererzählst. Auch deine beiden Generäle dürfen davon nichts wissen. Aber ich es für mich behalte, kommt ganz auf die Umstände an. Also, wer bist du? Jemand, dem du seit langer Zeit einen Gefallen schuldest. Der kommt mir bekannt vor, ja? Es tut mir nur leid, dass du es so erfahren musst. Ren, sag doch etwas. Ren, ich verstehe, wenn du verwirrt bist. Ich kann das alles erklären. Das ist ein Trick. Glaubst du, ich falle wirklich auf eine so billige Nummer herein? Ich habe schon lange bemerkt, dass dich eine üble Aura umgibt. Wenn du denkst, dass du mich damit zum Narr halten kannst, dann hast du dich getäuscht. Wer auch immer du sein magst, spielt keine Spielchen mit mir. Verdammt, Juan. Was du spürst, ist das Amulett. Was? Sieh doch selbst. Erinnerst du dich nicht daran? Wir wollten es damals im alten Morastwinkel bei Distel verstecken. Nein, das ist unmöglich. Niemand wusste davon. Niemand außer... Ich bin es, Juan. Ich bin es wirklich. Du kannst deinem Herz ruhig mehr vertrauen als deinen Sinnen. Aber das kann unmöglich sein. Ellen? Na endlich. 12 Jahre habe ich auf diesen Moment gewartet und um ehrlich zu sein, habe ich mir das Ganze etwas anders vorgestellt. Wie kann das sein? Ich habe gesehen, wie man deinen toten Körper begraben hat und nun stehst du vor mir? Das ist wahr. Ich war tot. Zumindest für einen Tag. Aber Shiva erweckte mich zu neuem Leben. Die Göttin hat dich also gerettet. Aber nicht ohne hinterhältigen Gedanken. Du musst nämlich wissen, Juan, dass sie nicht die heroische Person ist, für die du sie hältst. In Wahrheit ist sie nichts als eine hinterhältige, durchtriebene Hexe, die über gottgleiche Fähigkeiten verfügt, aber bei weitem nicht unbesiegbar ist. Was du sagst, ergibt wenig Sinn. Wenn sie so grausam sein soll, wieso hat sie dich dann gerettet? Weil sie mich für ihre Pläne missbrauchen wollte. 4 Jahre lang war ich eine Spielfigur, ohne es zu merken. Erst dann konnte ich mich aus ihren Fängen befreien. Er hat mir bei der Flucht geholfen. Vom Mörder zum Retter, wie kurios. Nun verstehe ich immer noch nicht, was das alles mit diesem Mädchen und meiner Mission zu tun hat. Und die Tatsache, dass du dich mit diesem Abschauen abgibst, der zweifellos auch noch die Eltern dieses Kindes auf dem Gewissen hat, verstehe ich auch ebenso wenig. Du dreckiges Mitstück, wie kannst du... Wir vergeuden hier Zeit. Um Witsche zu retten, brauchen wir diese überhebliche Treiberin nicht. Da irrst du dich. Wohin ist genau so Schlüssel wie du und hat deswegen genauso das Recht, alles zu erfahren. Niemals. Ich werde mich niemals einer Treiberin anschließen. Schlüssel? Du kannst schockwarisch? Begrenzt. Was meinst du mit Schlüssel? Das werde ich dir bei Zeit erklären. Sieh lieber zu, dass du deine Begleiter loswirst. Wenn du wirklich willst, dass dieser sinnlose Krieg zu Ende geht, bevor er überhaupt angefangen hat, musst du mit uns gehen. Aber niemand darf über unsere Pläne wissen. Also gut, es missfällt mir zwar der Gedanke, dich mit dieser Kreatur zu begleiten, aber ich vertraue dir, Ellen. Wartet am Ausgang auf mich. Ich werde alles andere regeln. Njung. Und ich vertraue ihr, Atrik. Auch wenn sich alles in dir sträubt, du weißt, dass es keine andere Möglichkeit gibt, um weiteres Unglück abzuwenden. Brauchen wir ihre Unterstützung. Um Widgets willen bitte ich dich, hilf uns. Ich habe versagt.
Auf ganzer Linie. Es hätte nie so weit kommen dürfen. Ja, und auch ich habe euch gänzlich in dieser Not im Stich gelassen. Darauf bin ich nicht stolz. Aber nun ist es geschehen und wir können unmöglich diesen Kampf alleine ausfechten. Gwen ist eine mächtige, wenn nicht sogar die mächtigste Zähmerin ihres Landes. Mit ihrer Hilfe haben wir weitaus bessere Karten, Shiva, dieser verfluchten Hexe, das Handwerk zu legen. Also gut, du kennst den Weg. Führ mich hin. Nicht so voreilig. Wir sollten hier zuerst übernachten. In der Wüste mag es nachts kühler, aber auch gefährlicher sein. Okay. Wir haben Alan und Adric. Was kann der olle Alan denn so? Level 28, ja übertreib halt. Gemetzel. Oh, der kann einen Wirbel. Sympathisch. Feuerball, okay. Gut. Was sagt denn die Zeit? Zeit sagt 10 Minuten, aber was zum... Vielleicht ist er hier irgendwo. Was? Aber, ja, also, wir können dann ruhig speichern. Den Part etwas kürzer halten, weil wir hier sehr viel Story hatten. Aber erstmal will ich checken. Bitte nur bellende Hundis. Schade. Ich dachte, wir könnten vielleicht wieder hier ein bisschen checken, was die so denken. Aber nö. Nur Belly die Bell. Na gut. Gut, aber dann würde ich sagen, war es das auch erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann sehr freuen. Und wir uns auch beim nächsten Mal wieder sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Eroberung. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.